Ich glaube, für Josefsson war es einfach immer wahnsinnig wichtig, ein wirkliches Gegenüber zu haben. Und es ging ja nicht jetzt um eine naturalistische Nachbildung und so weiter. Es ging ihm nie um ein Porträt zu machen. Aber die Ausgangslage war ganz wichtig, dass seine Vorstellung von einer wirklichen Person da war. Und er hat das ja aus meiner Perspektive in keiner Weise, also diese Arbeiterdarstellung, das hat ihn nicht inhaltlich interessiert. Wo damals ja von der politischen Haltung eben die Darstellung des Arbeiters und so weiter, das war nicht sein Interesse. Seine Fragen waren bildhauerische, künstlerische Fragen. Und da ging es halt immer um einen Mensch als Gegenüber und nicht im Sinn von welche Klasse, welche soziale Schicht, sondern es geht um einen Mensch. Es gibt wenig solche Männerfiguren in seinem Werk, also es sind viel, viel mehr Frauenfiguren. Und er hat da immer auch erzählt, das war einfach ein Mensch, der da immer an seinem Atelier vorbeigegangen ist, also den er einfach aus dem Alltag gekannt hat, der manchmal irgendwie reingeschaut hat, was er macht. Und er hat dann gemeint, ihn hätten das Problem der Darstellung der Hosen interessiert. Also dieser formale Aspekt, also diese bildhauerische Frage, wie kann man dieses Problem in den Griff bekommen? Und daran hat er dann über 4, 5 Jahre immer wieder daran gearbeitet. Wie gehen denn solche Beine in den Boden über? Und das ist einfach ganz, ganz eindrücklich, dass es sich dann nur, ja, vielleicht scheinbar um so banale Fragen handelt, aber ich glaube, in der Bildhauerei oder in der Haltung von Josefsson so existenziell ist, wie diese Materialumsetzung ist. Das ist ja nicht einfach ein Naturalismus, sondern es sind ja einfach Gipsbrocken oder Gipsmörtel, der ein gewisses Volumen angibt und der nicht dem Naturalismus nachgeht, aber irgendwie Leben erzeugen soll. Das hat mich immer einfach wahnsinnig gepackt an Josefsson, dass es um so ganz einfache, pragmatische Fragen gehen, die dann so eine Tiefe und so eine Kraft entwickeln können. Uns ist einfach immer wieder aufgefallen, wenn wir mit Josefsson Arbeiten aus den 40er Jahren oder 50er Jahren angeschaut hatten und von 2002, es waren grundlegend eigentlich die gleichen Fragen, die sich für ihn gestellt hatten. Also es gab wie nicht diese Unterscheidung von was hat mich damals beschäftigt oder was beschäftigt mich heute, obwohl die Oberfläche dann anders aussah oder anders ausformuliert war, dass es eigentlich immer um die Maße ging und die Volumen, gespiegelt dann um die Empfindung, die entsteht über ein materielles Spannungsfeld von Proportionen, von Gleichgewichten, Ungleichgewichten, wo schlussendlich ja er als Referenz war, also sein Empfinden, sein Kriterium, aber das so präzise und so über eben sein ganzes Leben eingesetzt hat an diesen einfachen Fragen und dieser Abstimmung zu arbeiten, das hat einfach was so Universales und so Radikales natürlich auch, was es immer wieder aktuell macht, also in diesem Berührenden, in diesem Absoluten, ist wahrscheinlich die Aktualität. Josefsson hat eigentlich schon immer für einen Abguss gearbeitet, aber das Gips war einfach das Material, was er bei sich im Atelier nutzen konnte, was er handeln kann, was irgendwie komplett in seinen Händen war. Also hat nicht mit Assistenten oder kaum mit Assistenten gearbeitet. Also es war immer dieses unmittelbare 1:1, wo er einfach die hundertprozentige Verantwortung getragen hat. Und er hat aber immer wieder formuliert, dass er
das Gefühl hat, dass es in der Branche nochmals die Chance gibt, dass das noch besser wird. Und das gibt natürlich wie auf zwei Ebenen. Also das eine ist, es ist ja wirklich ein anderes Material mit einer anderen Lichtbrechung, eher dunkel. Also das wirkt ganz anders, das kommen andere Aspekte zum Tragen. Und der zweite Teil, was natürlich schon auch bedeutend ist, dass seine Gipse waren immer ungeheuer fragil. Also das heißt, er hat ein Leben lang mit Gips gearbeitet, war eigentlich ein super Profi und hat aber diesen technischen Ablauf vom Gipsauftragen und so weiter immer so weit zurückgestellt hinter die gestalterischen Fragen. Und so, dass er sich auch irgendwie eben nach 50 Jahren was von Gips zu verstehen, sich immer noch getraut hat, irgendein faules Stück einfach irgendwo anzukleben. Und das hatte mehr Bedeutung. Darin war er natürlich einfach ein ganz großer, radikaler Meister oder Künstler, dass ihn da das Technische zum Glück nicht interessiert hat. Und natürlich hat er im Hintergrund natürlich auch gewusst, diese Arbeiten sind so fragil, das dann in ein festes Material rüberzubringen, was in diesem Moment, in dieser Dichte von Empfindung, vom Machen selbst eigentlich war, das hat ihn natürlich beruhigt und gestärkt. Diesen Prozess der Verdichtung, dass so ein ganzes Volumen durchgearbeitet ist und am Schluss hat er sich mit kleinen Stückchen an der Nase beschäftigt und war dann auch manchmal verzweifelt, wenn er das nicht mehr gefunden hat oder wenn sich was verändert hat und er wusste, das war eigentlich mal genau richtig. Sonst konnte er ja ganz großzügig sein und mit dem groben Werkzeug ganz radikal in eine Arbeit eingreifen. Aber es ging eben immer um dieses Kompromisslose, irgendwie ein Optimum zu finden, das hat ihn immer angetrieben. Und er hat gleichzeitig gespürt oder auch gesagt, dass man das nie ganz schafft, dass gewisse Arbeiten, eben wenn sie noch gewisse Fehler haben, unter Umständen besser sind, als wenn alle Fehler ausgemerzt sind. Dieses Bewusstsein, da eine Balance zu halten und das so weit zu treiben und gleichzeitig diese Frische und Stärke vom Anfang zu behalten, das hat ihn immer sehr beschäftigt. Das hat mich schon fest geprägt, dass es so vielleicht ein viel materielleres Sehen ist. Und es hat uns jetzt in der Gießerei extrem geholfen, im ganzen Team, dass es darum geht, jetzt nicht eine fixierte Vorstellung nachzugehen. Also man macht einen komplexen technischen Prozess von Abformen, von Abgießen. Es können Fehler passieren. Und wie weit im Beheben dieser Fehler etwas besser oder schlechter wird, wie weit man den Mut haben muss, irgendwie in all diesen Zwischenphasen zu gucken, hat man da sogar einen Qualitätsgewinn? Und ist im Verbessern, verschlechtert man es nicht. Und da irgendwie so auch radikal ehrlich zu sein, darin hat er uns sehr geschult. In den Anfängen vor allem, wo ich oft auch das Gefühl hatte, es ist nicht ganz gelungen und man muss das noch verbessern, damit es dann wirklich gut ist. Und mit der Zeit gemerkt, eigentlich gelingt das nicht. Und mit ihm angeguckt und wie gesehen, dass zuerst gucken und dann verbessern.